Zweiter Teil. Kapitel 18. Auf meinem Weg in den Amazonas musste ich das Flugzeug mehrmals wechseln, saß zuletzt in einer kleinen Propellermaschine. Eingezwängt in den schmalen Sitzreihen zwischen Passagieren, die kein Englisch sprachen, zumindest nicht miteinander. Die Klimaanlage funktionierte nicht, Getränke gab es auch keine. Kurz vor der Landung schaukelte das Flugzeug hoch und runter mit gelegentlichen Böen von links. Es war, als würden wir auf unsichtbaren Wellen reiten. Innerhalb von Minuten wuchsen die Gewitterturbulenzen von einer Meeresbrandung zum Ritt auf einem wilden, nicht zu kontrollierenden Ungeheuer heran. Und die ersten Passagiere schauten verunsichert von einem zum anderen. Eine ältere Frau klammerte sich an ihren Armlehnen fest und ein glatzköpfiger Herr mit dunkler Haut fing laut zu beten an. Auch wenn mein Herz vor Angst raste, ließ ich mir nichts anmerken. Auf keinen Fall wollte ich bei der ersten Komplikation meines Abenteuers Schwäche zeigen. Ich war auf einer Mission, hatte mein Ziel klarer vor Augen denn je und nicht vor, mich von ein paar Wetterunruhen ablenken zu lassen. Schließlich hatte ich mich getraut und war aufgebrochen. Vor der Abreise hatte ich sogar noch meine verstaubten Portugiesischkenntnisse aufgefrischt. Ich fühlte stolz, stolz, dass ich den Mut gehabt hatte, meine Sachen zu packen und zu gehen. Ich schloss meine Augen und dachte an meine Kindheitszeichnungen. Auf wie vielen stand ich selbst auf einem Schiff im Meer, mit dem großen Hut, den schweren Schuhen. Mutig und frei, bereit für die zauberhaften Besonderheiten, die die Welt an alle Mutigen zu verschenken hat. Dabei wurde mein Atem ruhiger und gleichmäßiger und es dauerte nicht lange, da passte ich mich den Bewegungen des Flugzeugs an. Meine Ängste verschwanden. Selbst die ungewöhnliche Landung auf der kurz gemähten Grasfläche mitten im Dschungel kurze Zeit später machte mir erstaunlicherweise keine Probleme. Gelassen und bereit für das Abenteuer meines Lebens stieg ich aus der Maschine. Nach einem Gespräch mit dem Institutsleiter in dem kleinen Städtchen im Amazonas, einem Kollegen von Maria Rodriguez, erhielt ich meinen konkreten Arbeitsauftrag. Bevor ich mich auf den Weg zu dem Dorf machen konnte, das ich näher untersuchen sollte, gab es allerdings noch die dreitägige Schulung zu absolvieren. Kapitel 19. Ich beschloss, diese Tage bestmöglich zu nutzen und mir in meiner freien Zeit das Städtchen näher anzuschauen. Bereits auf der Fahrt vom Flughafen in mein Gästehaus genoss ich den Blick, der sich mir von der Motorradrikscha aus zeigte. An den Straßenrändern boten Frauen bunte Früchte, frischen Fisch und große Zigarren zum Verkauf an, während Kinder vergnügt spielten. Die Verkäuferinnen trugen roten Lippenstift und bunt bemalte Augenlider, was dem Geschehen ein exotisches und fast karibisches Flair verlieh. Straßenstaub und Abgase legten sich wie ein grauer Schleier auf die Waren, was aber niemanden weiter zu stören schien. Trotz meiner Faszination für Land und Leute hatte ich mit den ungewohnten klimatischen Bedingungen zu kämpfen. Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit machten mir mehr als gedacht zu schaffen. Ich kam nicht weit, ohne mir keuchend einen Platz im Schatten suchen zu müssen. Ich war nonstop so verschwitzt, dass ich am liebsten stündlich die Kleidung gewechselt hätte. Den Rest gab mir ein kulinarischer Ausflug. Das gegrillte Krokodilsfleisch von einem der Marktstände war offensichtlich nichts für Neuankömmlinge aus Europa. Mein Magen quittierte umgehend seinen Dienst. Mein Abenteuer am Amazonas begann nicht so rosig, wie ich es mir vorgestellt hatte. In schwachen Momenten wünschte ich mir sogar, ich hätte auf Oscar gehört. Doch dann erinnerte ich mich an Dicks Worte während des Studiums. Herausforderungen wären dazu da, um an ihnen zu wachsen und dass das Leben nur dadurch wirklich erfahren werden kann. Also schluckte ich ein paar Kohletabletten und machte mich entschlossen auf den Weg zurück ins Institut zur Projekteinweisung. Aufgeben war weiter keine Option für mich. Kapitel 20. Ich verstehe, dass Sie sich auf dieses Abenteuer gefreut haben, sagte der Projektleiter während der Einweisung. Aber es ist wichtig, Ihre Sicherheit nicht zu vernachlässigen, selbst wenn die Gemeinschaft, zu der Sie fahren werden, als besonders friedlich gilt. Ich hatte mich so sehr auf meinen Aufenthalt im Amazonas gefreut, dass ich den Gedanken, in ein friedliches Dorf zu reisen, das sich nur ein paar Kilometer flussaufwärts befand, beinahe es langweilig einstufte. Dann aber sagte der Leiter, »Ich schlage vor, dass wir Sie im Dorf absetzen, selbst wenn es empfehlenswerter ist, mit so wenigen Leuten wie möglich anzureisen, um den Kontakt vor Ort mit den Einwohnern bestmöglich zu etablieren.« Ohne zu antworten, antwortete ich rasch, »Ich denke, ich kann das allein schaffen. Schließlich habe ich als Mädchen meinem Vater jahrelang auf seinem Motorboot beim Fischen begleitet.
Ich kenne mich mit der Steuerung von Booten gut aus. Mir war klar, das war mein Abenteuer. Mein Abenteuer ganz allein. Und dafür brauchte ich keinen Mann an meiner Seite. Keinen Kapitän, niemand anderen und erst recht nicht Oskar. Ich musste überzeugend gewirkt haben, denn der Mann nickte und murmelte zustimmend: Na gut, das passt eigentlich. Wir sind am Institut aktuell wieder unterbesetzt. Das Dorf ist sowieso nicht weit weg. Und so saß ich nach Abschluss der Schulung tatsächlich in einem Motorboot ohne Bootsmann und folgte einem Nebenarm des Amazonas flussaufwärts. Kapitel 21. Schnell verschwanden die Wellblechdächer des Städtchens und das Kreischen, Brüllen und Zirpen der Tiere nahm zu. Die Geräuschkulisse veränderte sich rasend. Der Wald wurde dichter und dichter, neben mir trieben Äste und Hölzer und manch eine Baumwurzel. Die Bäume ragten riesig in den Himmel und dicke Lilianen reichten bis in das Flusswasser. Je weiter ich in den Dschungel vordrang, desto mehr schien es, als würde mir der Tropenwald seine Stimme aufdrängen. Einmal war mir sogar, als ob Zweige knackten, weil sich ein großes Tier durch das Unterholz der Bäume schob. Als ich dorthin schaute, wo ich das Geräusch wahrgenommen hatte, konnte ich jedoch nichts als Dickicht entdecken. Ich hatte das Gefühl, in eine neue Welt einzutauchen, eins zu werden mit der Natur. So ganz makellos war meine Gefühlslage leider nicht. Mein Verdauungstrakt war weiter mitgenommen und ich spürte Angst. Noch nie war ich derart alleine mit mir, geschweige denn in einem Urwald unterwegs gewesen. Wie naiv war ich nur? Hatte ich mich nicht übernommen? Immer wieder ließ ich meine Augen hektisch über den Fluss wandern, suchte meine Umgebung nach anderen Booten oder menschlichen Aktivitäten ab, aber nichts oder niemand war zu entdecken. Ich war so allein wie nie zuvor. Verdammt! Kapitel 22. Das Kribbeln auf meinem linken Oberarm war ab der ersten Sekunde verdächtig. Die blau schimmernde Spinne musste ich irgendwie beim Vorbeifahren am Uferrand eingesammelt haben. Sie war kaum größer als ein 10-Cent-Stück. Erschrocken riss ich meine rechte Hand nach oben, wollte das Tier wegwischen. Dabei sprang ich kreischend, wohl auch ein wenig hysterisch, in die Höhe. Die Spinne biss daraufhin zu und ihr Sekret fand seinen Weg durch die Kleidung hindurch in meinen Körper. Verdammt, 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 rief ich. Dann musste ich mich setzen, während ich mich zeitgleich am Bootsrand festhielt. Der Motor versagte mit einem kläglichen Geräusch und zeitgleich rutschten die am Rand des Boots befestigten Ruder ins braune Flusswasser. Ich war zu kraftlos, um sie zurückzuholen. Alles, was ich tun konnte, war wie gelähmt dabei zuzusehen, wie sie in Zeitlupe davontrieben. Sie trieben davon genauso wie das Holzboot mit mir. Mein größtes Problem war jetzt dieses Schaukeln. Kann bitte jemand das Schaukeln abstellen? Ich blickte mich um. Das Flusswasser war spiegelglatt. Warum dann diese Wankbewegung? Verzweifelt griff ich mir an den Kopf, sehnte mich nach Stillstand raus aus dem Motorboot und zurück ans sichere Ufer. Hilfe, Hilfe! Ich wollte schreien, aber ich bekam meinen Mund nicht auf, spürte, wie mir der Speichel fehlte. Energielos und schlaff sank ich hinab auf den Boden des Holzboots. Regungslos registrierte ich, wie mich zeitgleich eine bleierne Müdigkeit überkam und sich bohrende Schmerzen in meinen Gliedern ausbreiteten. Erst krümmte ich mich, dann drückte ich meine Beine fest an die Brust. Das war's dann wohl, dachte ich, bevor ich das Bewusstsein verlor. Kapitel 23. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich unsagbaren Durst und meine Haut glühte. Ich allein in der Ferne, niemand weit und breit. Diese Schmerzen. Es konnte sich nur um einen schlechten Traum handeln, ein Irrsinn, alles nur ein Spiel im Kopf. Mit zusammengekniffenen Augen konnte ich einige Baumäste gegen den strahlend blauen Himmel erkennen. Diese bewegten sich nicht. Auch das Boot fühlte sich stabil an. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war, aber immerhin trieb ich nicht weiter ab. Dann trug die Welt mich mit sich. Der aufdringliche Singsang des Dschungels verstummte und das Rauschen des Flusses stoppte. Stattdessen trat Stille, absolute Stille und vollkommener Frieden ein. Perfektion, ein wohlwollender Einklang von meiner Umwelt und mir. Harmonie. Ich erwachte erst, als ich plötzlich eine junge Stimme vernahm, die mich neugierig auf Portugiesisch ansprach. Kannst du mir bitte dein Herz zeigen? Kapitel 24. Wie bitte? Antwortete ich verblüfft, während ich mich zwang, meine Augen zu öffnen. Bitte zeig mir dein Herz, klang es erneut, dieses Mal allerdings etwas weniger fordernd. Ich versuchte, mein Gesicht mit meinen Händen zu reiben, aber einer meiner Arme hing schlaff an meiner Seite und tat, als gehöre er nicht zu mir.
Ich wollte die Geschehnisse der letzten Stunden, oder waren es Tage, in einer Reihenfolge bringen. Der Aufbruch, das Boot, die Spinne, der Biss, die Paddel. Meine Körperschwere, die tiefe Müdigkeit, mein kalter Angstschweiß, alles begann nun erneut an mir zu ziehen, tiefer und tiefer. Mit großer Anstrengung schaffte ich es schließlich, mich kurz umzublicken. Nichts hat sich verändert. Ich lag weiter auf dem Boden des Holzbootes, über mir die sengende Sonne, die Kronen der Tropenbäume. Ich brauchte Hilfe, Hilfe, wo war sie nur? An alles Weitere habe ich keine Erinnerung mehr. Kapitel 25. Als ich erneut wach wurde, war es dunkel. Zu meiner Rechten entdeckte ich eine Holzkiste mit einer warm leuchtenden Kerze. Ich konnte nur Umrisse eines Raumes ausmachen. Liebevoll benetzte man mir meine aufgeplatzten rauen Lippen immer wieder mit Flüssigkeiten, während eine starke Hand meinen aufgerichteten Rücken dafür stützte. Ich schwitzte und zitterte gleichzeitig. Dann driftete ich erneut in einen Fiebertraum ab. Kapitel 26. Sonnenlicht blendete mich durch meine verklebten Augenlider hindurch. Ich zog sie mühevoll nach oben und konnte unscharf erkennen, wie umgehend ein Stück verblichener Stoff vor das Fenster geschoben wurde. Als meine Augen sich an die Helligkeit gewöhnten und mein Blick präziser wurde, sah ich ein außergewöhnlich zierliches Mädchen an meinem Bett. Das Mädchen drehte sich zu mir und studierte mich mit einer ernsten, absolut nicht kindlichen Mimik. Ich spürte ihre starke Präsenz und bemerkte ihre wachen Augen, die unentwegt auf mich gerichtet waren. Sie schien anders als die Kinder zu sein, die ich bisher in dem Städtchen am Amazonas getroffen hatte. Von draußen drang der allgegenwärtige Lärm des Dschungels durch jede Ritze der Hütte, das wilde Rauschen von Wasser, das Zwitschern von Vögeln, das unablässige Summen von Insekten, hin und wieder schrilles Geschrei, vermutlich Affen. Erste Tränen rollten über meine Wangen. Ich schluchzte. Als ich aber die zarte Gestalt besorgt meinem Bettlager näherte, konnte ich meinen Blick nicht mehr von ihr abwenden. Sie zog mein komplettes Interesse auf sich. Und auch sie ließ mich nicht aus ihrem Blick mit ihren nachtschwarzen Augen. Ihr langes, dichtes Haar reichte ihr bis über die Hüfte, was der Person einen engelhaften Charakter gab. Barfuß mit Schmuckbändern, aus aufgereihten, bunten Muscheln und Steinen an den Fesseln, die Hände unverhältnismäßig groß, aber zugleich stark und elegant. Ihre samtige Haut wirkte wie durchzogen von der Hitze des Tropenwaldes. So bezaubernd ihre Erscheinung auf jeden wirken musste, der sie traf, glaube ich rückblickend, dass sich ihre Anmut mehr aus ihren Bewegungen ergab und nicht so sehr durch ihr Aussehen. Ihre Schritte waren bewusst und präzise gesetzt. Dennoch bewegte sie sich schnell mit einer einzigartigen Leichtigkeit. Es war, als würde sie über den Boden schweben. Die junge Person beobachtete mich fröhlich, aber unaufgeregt und ohne jede Angst, obwohl ich doch eine Fremde war. Anders als ich war dieses Mädchen sicher nicht verloren in der Tropenwildnis. Im Gegenteil, es schien, als wäre das hier ihr Zuhause. Ihre Gelassenheit im Umgang mit mir und meinem Zustand beruhigte mich unmittelbar. Und es entstand eine seltsame Geborgenheit, gerade so, als hätte ich sie schon einmal gesehen. Wie konnte das sein? Ich war doch noch nie zuvor an diesem abgelegenen Ort gewesen. Es dauerte, bis ich meine Sprache wiederfand. Meine Tränen waren zwischenzeitlich getrocknet. Schließlich fragte ich das Mädchen mit matter Stimme: Was machst du hier? Kapitel 27. Anstatt zu antworten, bat mich das Mädchen erneut. Darf ich bitte dein Herz sehen? Es mag komisch klingen, aber wenn man derart weit in der Ferne ist und einem solch absonderliche Dinge widerfahren, wie es bei mir der Fall war, kann es passieren, dass man sich selbst äußerst ungewöhnlich verhält. Anstatt mir normale Gedanken zu machen, wie ich aus meiner weiterhin misslichen Lage herauskommen könnte, etwa wie ich zurück in das Städtchen gelangen konnte, ließ mich ihre schlichte Bitte nicht mehr los und beschäftigte mich fortan. Dabei fühlte ich mich ungeschickt, denn obwohl ich die Namen und Funktionsweisen der menschlichen Organe kannte, war mir nicht klar, wie ich dem Mädchen mein Herz zeigen konnte. Verärgert über meine Unfähigkeit erwiderte ich barsch, dass ich ihren Wunsch nicht erfüllen könne, dass überhaupt niemand auf dieser Welt das kann, denn das Herz sei nicht sichtbar. Die kleine Person vor mir ließ jedoch nicht locker und stampfte wütend mit ihren Füßen auf, während sie in trotzigem Ton auf ihrer Frage beharrte. Überall heißt es, dass die Menschen ein Herz haben, aber ich habe noch keines gesehen. Zeig mir bitte dein Herz. Umgehend schlug ich meine Augen nieder und schämte mich für meine barsche Reaktion. Ich hatte mit einem kleinen Mädchen zu tun, das eine einfache Frage gestellt hat. Nichts mehr als das. Drehte ich nun etwa völlig durch?
Mühevoll versuchte ich, meine Gedanken zu sammeln und überlegte weiter. Ich bat sie, näher an meine Seite zu kommen, bat sie um ihre Hand. Ihre zierlichen Finger fühlten sich warm und zerbrechlich an. Langsam führte ich sie zu meinem Herz. Hier, genau hier liegt es, sagte ich und dachte, ihre Frage ausreichend gut beantwortet zu haben. Du bist doch auch nur wie alle anderen Erwachsenen, schimpfte das Mädchen jedoch verärgert, als sie aufsprang. Auch du wirst mir dein Herz nicht zeigen. Ich war verletzt, als ich das hörte. Das Letzte, was ich wollte, war, wie alle anderen großen Menschen zu sein. Sekunden des Schweigens vergingen, in denen ich den Schmerz des Mädchens spüren konnte. Ihren Kummer zu sehen, machte mir zu schaffen. Ich grübelte eine Weile, bis mir endlich der erlösende Einfall kam. Ich brachte sie dazu, ihre Hand auf ihr eigenes Herz zu legen, die Augen dabei zu schließen. Da, das ist das Herz, flüsterte ich sanft und versöhnlich. Es steckt überall und ist in allem, aber seine Schönheit kannst du einzig mit deinem inneren Auge sehen. Ein Lächeln machte sich nun auf dem Gesicht der jungen Person breit. Erst jetzt bemerkte ich, wie unfassbar schön das Mädchen war. Auf diese Art machte ich die Bekanntschaft mit Aya, der, wie ich später erfuhr, Enkelin der Schamanin im Dorf. Kapitel 28. In meinen Erinnerungen fand das nächste Treffen mit Aya in einem majestätischen Wald mit hochgewachsenen Bäumen statt. Sonnenstrahlen drangen warm durch frühlingsgrüne Baumkronen. Eine vertraute Stimme sprach mit mir. Es geht um einen kleinen Jaguar. Ich drehte mich um, sah Aya vor mir. Sie schwebte zwischen den Bäumen, das lange Haar reichte ihr nun bis zu den Fußspitzen. In dem Fiebertraum erzählte sie mir von einem verwaisten Jaguar-Baby, das allein und verloren umherstreifte, nachdem eine Gruppe Wilderer seine Mutter brutal vor seinen Augen getötet hatten. Das Tierkind traf auf ein Mädchen, die beiden wurden unzertrennliche Freunde. Sie spielten zusammen und das Menschenkind teilte sogar sein Essen mit der kleinen Raubkatze. Doch das Jaguar-Baby wuchs schnell, mit ihm sein Appetit. Es wurde immer schwieriger für ihn, Nahrung zu finden. Das Mädchen wusste nicht, was sie tun sollte, bis ihre Großmutter ihr schließlich half, eine neue Familie für das Tier zu finden. Im Traum erzählte Aya, wie sie beide das Tierbaby auf eine weite Reise nahmen, um es sicher bei einer anderen Jaguar-Familie unterzubringen. Sie mussten unwegsames, schweres Gelände bestreiten, aber gaben nicht auf. Mein Herz wurde schwer, als Aya ausführte, wie das Mädchen Abschied von ihrem geliebten Freund nehmen musste. Doch Aya tröstete mich. Liebe bedeutet, loslassen zu können, gerade dann, wenn es das Beste ist, was man in dem Moment für den anderen tun kann. Liebe ist frei. Sie besitzt niemals. Szenenwechsel im Traum. Anstelle der Waldlichtung befand ich mich auf einmal in einem abgedunkelten Zimmer. Ich lag auf einer Pritsche. Aya war nicht dort. Stattdessen trat erneut eine vertraute Gestalt an mein Lager. Ich erkannte Oskar, der sagte, ich liebe dich. Ich sah ihn lange an und antwortete ruhig. Du sagst, du liebst mich, aber in Wahrheit hast du nur Sorge, dass es unbequem wird. Du hast versucht, mich von meiner Reise abzuhalten. Das kann keine Liebe sein. Oskar blickte mich traurig an, dabei schwieg er. Dann verschwand auch er still in der Dunkelheit des Raumes. Das Dunkle sog ihn regelrecht auf. Kapitel 29. Mir fehlte jegliches Zeitgefühl, aber nachdem der Traum mich in einen Tiefschlaf entlassen hatte, erwachte ich erstaunlich erholt. Endlich konnte ich wieder klar sehen. Umrisse, Farben und Formen fügten sich wieder zu stimmigen Bildern zusammen. Meine Bisswunde war frisch verbunden. Die Stelle schmerzte zwar noch, fühlte sich aber weder geschwollen noch entzündet an. Die letzten Stunden mussten ohne Schüttelfrost und Fieberschübe verlaufen sein. Meine Haut glühte nicht mehr und die Temperatur meiner Umgebung entsprach meinem Körperempfinden. Zum ersten Mal seit dem Aufbruch aus dem Städtchen spürte ich, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis meine Lebenskräfte wieder die Oberhand gewannen. Ein Lächeln zeigte sich auf meinem Gesicht. Doch wo war ich? Was war passiert, während ich in meinen Fieberträumen weilte? Ich sah mich um und studierte zunächst das dreckige und verwaschene Laken, das über mir lag, genauer. Dann die Kerze neben mir, dessen tropfendes Wachs interessante Figuren bildete, die nach oben gewachsen waren. Mein Blick wanderte weiter zu der Fensteraussparung auf meiner rechten Seite. Der Vorhang bestand aus dem gleichen Stoff wie das Bettlaken. Er war zur Seite gezogen, was mir den Blick auf weitere Hütten dahinter Urwald erlaubte. Über mir ein Dach aus Bananenblättern.
Während ich die Flechtmuster des Hüttendachs betrachtete, fasste ich meine Lage gedanklich zusammen. Ich war für unbestimmte Zeit den Amazonasfluss hinabgetrieben, war gestrandet und wurde von Unbekannten in ein Dorf gebracht und mit traditionellen Methoden gepflegt, allem Anschein nach mit Erfolg. Die Hütte war ohne Strom und ohne fließendes Wasser, von Zivilisation, so wie ich sie kannte, keine Spur weit und breit. Da entdeckte ich Aya neben mir. Wie lange sie bereits geduldig neben mir saß, ob sie zwischenzeitlich weggegangen und wieder zurückgekehrt war, wusste ich nicht. Ich konnte das genauso wenig sagen, wie mir nicht klar war, wie lange ich dieses Mal geschlafen hatte. Meine Lippen fühlten sich spröde an. Ich bat um Wasser. Kapitel 30. Mit großer Kraft zog das Mädchen nun einen wuchtigen Holzschemmel heran, setzte sich breitbeinig darauf und sagte mit grübelnder Stimme: Ich weiß wirklich nicht, ob ich erwachsen werden möchte. Erwachsene reden nur über Pflichten und Sorgen, aber das Wesentliche im Leben scheinen sie vergessen zu haben. Die Kleine seufzte. Es hörte sich an, als wäre die gesamte Last des menschlichen Daseins darin enthalten. Endlich, nach so langer Zeit, traf ich auf eine Person, die dachte wie ich. Das Mädchen sprach mir aus der Seele. Wie kam es, dass sie in der Lage war, die richtigen Worte für meine Stimmung zu finden? Für etwas, was mir auszudrücken nie gelungen war. Ich dachte daran, wie enttäuscht ich im Alter von Aya auf die Verständnislosigkeit der Erwachsenen reagierte, wie deprimierend deren Reaktionen für mich waren. Diese Gefühle wollte ich bei Aya nicht auslösen. Ich spitzte meine Ohren, wollte auf jedes ihrer weiteren Worte achten. Mit aufrichtigem Interesse fragte ich, was ist denn das Wesentliche im Leben? Ihre Mimik änderte sich von einer Sekunde zur anderen. Sie antwortete mit einem breiten Lächeln, das so ansteckend war, dass ich unwillkürlich mitlachen musste. Was für eine Frage! Dafür gibt es doch keine generelle Regel. Jeder sieht das anders. Für mich ist es vor allem die Verbindung zu anderen Lebewesen, zu all den Tieren und zu den Menschen. Kapitel 31. Wir saßen noch eine Weile zusammen und tauschten unsere Ansichten zum Leben aus. Und obwohl ich nur gebrochen Portugiesisch sprach, verstanden wir uns perfekt. Als Aya schließlich Fragen nach meinem Heimatland stellte, erzählte ich von den Untergrundbahnen. Die Überraschung auf ihrem Gesicht war unübersehbar. Dabei wurde mir klar, wie weit entfernt mir mein Zuhause geistig erschien. »Wie kann eine Bahn denn durch eine lange Höhle fahren?«, fragte sie mich verdutzt, als ich erklärte, dass ein Tunnel unterhalb hoher Häuser dafür ausgegraben werden musste. Als sie wissen wollte, warum es überhaupt derartige hohe Gebäude gäbe, führte ich aus, dass dort viele, wirklich viele Menschen auf engem Raum zusammenwohnten und dass deren Häuser oft sogar höher als die höchsten Bäume im Dschungel seien. »Wo schlaft ihr denn nur?«, so ihre nächste Frage. Aya konnte nicht verstehen, dass man erst eine lange Treppe emporsteigen oder einen Lift, ich versuchte ihr auch das zu erklären, nehmen muss, um ins Bett zu gelangen. »Aber die Erde ist doch zum Schlafen gemacht. Oben in der Luft schlafen nur Faultiere,« entgegnete sie nachdenklich. Dann fragte sie mich, was die Menschen in meinem Heimatland den ganzen Tag über machen. Ich erklärte, dass die meisten in Büros oder Fabriken arbeiten, es aber auch Dienstleistungen gibt. Noch während ich sprach, überkam ich große Langeweile angesichts meiner eigenen Worte. All diese Aktivitäten erschienen mir farb- und freudlos in Anbetracht eines Fischers, der am frühen Morgen am Wasser sitzt, die Sonne aufgehen sieht, dem Lauf des Lebens zuschaut und mittags einen ausreichend großen Fang nach Hause trägt. Das Leben des Fischers ist zweifellos nicht leichter, aber ein einfaches Dasein ist von dieser Welt auch nicht vorgesehen. Trotzdem fuhr ich fort. Man beginnt morgens zu einer bestimmten Uhrzeit und verlässt den Arbeitsplatz am späten Nachmittag oder frühen Abend. Dann kehrt man zur Familie zurück und isst gemeinsam. Vielleicht wird noch ferngesehen und dann ist es bereits Zeit, um ins Bett zu gehen. Kaum hatte ich zu Ende gesprochen, stellte ich fest, dass ich Aya damit überforderte. Sie fragte leise, was Fernsehen sei und wollte wissen, wann man in meinem Land Zeit habe, um an die frische Luft zu gehen und in der Natur zu sein. Schließlich sei der Mensch doch auch dafür gemacht. Dass Menschen freiwillig unter solchen Umständen leben wollten, war für Aya nicht nachvollziehbar. Ich pflichtete ihr bei. Das ist sicher der Grund, warum Menschen in großen Städten derart viele seelische Probleme haben. Dann nutzte ich die Gunst der Stunde und stellte meiner jungen Freundin die Frage, die mich bereits seit einiger Zeit beschäftigte. Aya, wo sind eigentlich deine Freunde? Sie erwiderte, ich bin nicht gerne mit Kindern zusammen. Ihre Antwort erstaunte mich nicht. Kapitel 32.
Plötzlich rief eine tiefe, raue Stimme laut von meiner Hütte einen Namen. Der Name war derart außergewöhnlich, dass ich ihn mir nicht lange merken konnte. Zurück im Ohr blieb nur sein zauberhafter Klang, der etwas von der Schönheit eines bunten Regenbogens nach einem heftigen Sturzregen hatte. »Wo bist du? Es sind Touristen in der Stadt. Die suchen einen Schamanen für die Zeremonie mit unserer Zauberpflanze. Mach dich bitte nicht wieder rar.« Der Mann schien verärgert. Mir stockte der Atem. Ging es hier um den mysteriösen Zaubertrank Ayahuasca? Zwei Zaubertrankpilgerinnen in der Propellermaschine hinter mir hatten den gesamten Flug in den Amazonas über nichts anderes gesprochen. Noch nie habe eine der beiden Europa verlassen, aber für diese Erfahrung hatte sie es getan. Die Frauen tauschten sich derart lauthals aus, dass ich ums Mithören nicht herumkam. Wie kann man auf einen solchen Schwachsinn setzen, dachte ich mir dabei. Bei den Vorbereitungen zu meiner Reise war ich regelmäßig über das Thema gestolpert. Ayahuasca, gewonnen im Amazonas aus den Blättern einer von Mythen umwobenen Tropenpflanze. Zahlreiche sogenannte Retreats wurden dazu im Internet angeboten. Nicht nur in Südamerika gab es diese Ayahuasca-Kurse, sondern sogar auch in Berlin, Paris oder New York. Als Ziele nannten die Anbieter Erleuchtung durch halluzinogene Wirkung, die Erlösung von physischen und psychischen Beschwerden, schillernde und unvergleichbare Visionen, die Klärung wichtiger Dinge im Leben. In bestimmten Gegenden im Amazonasbecken sei es sogar üblich, Teenagern den Drang zu verabreichen, denn schließlich hätten diese noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie sollten gestärkt und ideenreich für die Zukunft gewappnet sein. Selten hatte ich einen solchen Quatsch gehört. Auch im Green Tree, meinem Gästehaus im Städtchen im Amazonas, hatte direkt neben dem Eingang unübersehbar ein bunt bemaltes Werbeschild gehangen, das zu einer Teilnahme an der Zeremonie mit einem echten Schamanen einlud. Bewusstseinserweiterung, neue Dimensionen, einmalige authentische Chance, Erleuchtung. Was für eine anmaßende Wortwahl. Ich hatte weiterhin kein Wort davon geglaubt. Während ich in meinen Gedanken weilte, stützte Aya ihren Kopf auf ihren Händen ab, als ob er ihr zu schwer wäre. Dann verdrehte sie die Augen und murmelte: Mein Vater sucht wieder meine Großmutter. Sie hasst es, Fremde gegen Geld durch diese traditionelle Zeremonie zu führen und nur deswegen für Stunden in das Städtchen zu laufen. Er ist der König vom Jaguarstamm, so nennt man unser Volk hier. Eilig erhob sie sich und winkte mir fröhlich zu, bevor sie hüpfenden Schrittes davonrannte. Sie schien ein ganz normales Mädchen zu sein. Während ich ihr noch eine Weile hinterher sah, spürte ich, wie ich sie und ihre Anwesenheit bereits vermisste. Es war ein komisches Gefühl, jemanden zu vermissen, den ich erst vor kurzem kennengelernt hatte. Kapitel 33. Die Sonne musste hoch am Himmel stehen, denn der Schatten vom Fenster war kurz. Aus der Ferne konnte ich das Zirpen von Grillen und die klare Singstimme zweier Vögel wahrnehmen. Ich streckte meine Glieder einzeln aus, was jetzt wieder schmerzhaft und anstrengend war. Mein Körper hatte weiterhin Erholungsbedarf. Es dauerte nicht lange und ich fiel in einen leichten Schlaf. Erneut träumte ich. In meinem Traum hatte ich von einer Erhebung aus eine atemberaubende Aussicht auf den Amazonasfluss. Um mich herum versammelte sich ein Rudel Jaguare, ich mittendrin. Es war Vollmond. Das Tierbaby von einst war zu einem mächtigen Jaguarkönig herangewachsen, der trotz seiner Stärke nie vergaß, wer ihm das Leben gerettet hatte. Die Wilderer wurden immer brutaler, jeder einzelne Jaguar fühlte die Gefahr. Nur der stärkste Jaguar sollte das Rudel führen und der König wurde zum Kräftemessen aufgefordert. Er sollte beweisen, dass er mächtig genug war, sein Volk vor den Eindringlingen zu schützen. Ich sah, wie eine mysteriöse Menschengestalt mit dem König sprach, der auf einem Felsvorsprung thronte und seine goldene Krone trug. Es konnte sich nur um eine Schamanin handeln. Trotz ihrer körperlichen Gebrechlichkeit strahlte sie eine unvergleichbare Kraft aus. Die beiden sprachen leise. Ich konnte nicht verstehen, um was es sich genau handelte. Als der Jaguarkönig schließlich das Wort ergriff und sich an die wartenden Jaguare richtete, sagte er in einem ruhigen Ton: Nicht alle Menschen sind böse. Dann erzählte er von seiner Freundschaft zu dem kleinen Mädchen und der Großmutter, die sich um eine neue Familie für ihn gekümmert hatten. Jeder Mensch trägt ein Herz in sich. Auch die Wilderer haben eine Familie zu Hause wie ihr. Auch sie bringen ihre Kinder mit einem Gute-Nacht-Kuss ins Bett. Sie lieben sie und würden alles für sie tun, so
wie es meine Mutter auch für mich getan hat, wie ihr es für eure Kinder tut. Wisst ihr eigentlich, sagte der sanftmütige Jaguar dann, dass die Menschen von den Affen abstammen? Sie glauben, sie seien zivilisiert, nur weil sie mit dem Besteck anstelle mit ihren Händen essen und die Serviette statt ihres Handrückens verwenden. Was für ein Irrtum. In Wirklichkeit gehören sie dem Tierreich an. Sie sind welche von uns. Dass die Menschen immer zu meinen, sich von uns abheben zu müssen, ändert nichts daran. Als einer der Jaguare daraufhin spöttisch einwarf, dass die Menschen aber nicht töten, um sich zu ernähren, sondern um Geld zu verdienen, um den Kopf eines Tieres ausgestopft an die Wand zu hängen und mit der Wildtat zu prahlen, reagierte der König zum Erstaunen aller weiter beherrscht. Das stimmt und ich heiße das nicht gut, aber ich glaube, dass die Menschen häufig nicht wissen, was sie tun. Sie handeln manchmal ohne nachzudenken und vergessen allzu oft, auf die Stimme in ihrem Herzen zu hören. Eine ungute Handlung mit einer anderen unguten Handlung zu sühnen, ruft weitere Konflikte hervor. Auf Hass sollte nicht mit Gegenhass oder gar Gewalt reagiert werden. Rache verletzt dich stets auch selbst. Sie frisst dich langsam, aber sicher auf. Wenn es dir hingegen gelingt, Rache in wahrhaftes Vergeben zu wandeln, dann rettest du dich selbst. Wie ist dir das denn damals gelungen? Rief nun eine wissbegierige Jaguardame. Auch die anderen Jaguare schauten interessiert. In seinen scharfen Augen blickte der König von einem Tier zum anderen. Das war kein Geschenk. Ich musste mich darin üben. Mir wurde aber eines Tages klar, dass ein jeder von uns zwei grundsätzlich verschiedene Raubkatzen in sich trägt. Eine, die das Gute, das Liebevolle und das Nachsichtige vertritt, und eine andere, die für die Wut und den Ärger steht. Diese beiden Teile gehören zu uns. Sie sind wie unser Herzschlag. Sie werden uns unser Leben lang begleiten. Das Schöne dabei? Wir können uns entscheiden, welche der beiden Katzen wir füttern und welcher wir damit ein Größerwerden gestatten. Das ist eine Entscheidung, die jeder von uns in jeder Sekunde seines Lebens von Neuem fällen kann. Die Welt ist groß genug, führte der König weiter aus. Es ist ausreichend Platz für alle von uns vorhanden. Wir müssen achtsamer sein und den Wilderern noch besser aus dem Weg gehen. Denkt aber immer daran, dass die Wilderer nicht für alle Menschen stehen. Sie repräsentieren nur einen kleinen Teil. Genauso wie es Dummköpfe unter uns Jaguaren gibt, gibt es auch Dummköpfe unter den Menschen. Warum auch sollten sie uns in dieser Angelegenheit nicht ebenfalls ähneln? Damit war das Thema Vergeltung zu üben endgültig vom Tisch. Die Einwohner am Amazonas blieben von blutigen Angriffen der Jaguare verschont, ohne dass sie von dieser Gefahr jemals Kenntnis erlangt hatten. Während sich die Tiere im Dschungel unterhielten, lag Aya wach in ihrem Bett. Sie schmunzelte. Auf ihrem Gesicht zeigte sich ein Ausdruck von glücklicher Zufriedenheit. Auch ich trug ein Lächeln in mir, als ich aus meinem Traum erwachte. Kapitel 34. Ich erwachte, weil ich Schritte und Stimmen hörte, die sich meiner Hütte näherten. Wer war auf dem Weg zu mir? Meine neue Freundin etwa? Allein konnte sie jedenfalls nicht sein, denn dafür waren die Schritte zu zahlreich, zu schwer. Die Stimmen redeten in einer fremden Sprache, wild durcheinander, ich verstand kein Wort. Wo war das Mädchen überhaupt? Warum hatte sie mich hier allein zurückgelassen? Sie war sonst doch immer bei mir. Entsetzt fixierte ich die Tür, vor der Trupp Menschen zum Stehen gekommen war. Es wurde nun leiser gesprochen, fast getuschelt, bis schließlich ein kräftiger Mann eintrat. Er musterte mich und kam dann überraschend nahe an mich heran. Es fehlte nicht viel und seine Nasenspitze hätte mich berühren können. Sekunden des Schweigens vergingen. Aus einem meiner Augenwinkel konnte ich grob die neugierigen Gesichter der Frauen, Männer und Kinder an der offenen Tür ausmachen. Der Mann sagte etwas in seiner Sprache, während er sich leicht erhob und seinen Blick in Seelenruhe weiter über meinen ganzen Körper wandern ließ. Vom Kopf über den Hals, die Arme bis hin zu den Beinen, die sich unter dem Laken abzeichneten. Sein Haar war dicht und dunkel wie die Nacht und seine Augen funkelten wie die eines Jaguars auf der Jagd. Unter seiner tiefbraunen Haut wölbten sich Muskeln und Sehnen. Er trug ein altes T-Shirt mit trockenen Schweißrändern unter den Armen und eine zerschlissene Hose. Mir wurde mulmig. Was dachte der Kerl sich? Was hatte er vor? Ich wollte mich aufsetzen, doch der Mann wich nicht zurück. Im Gegenteil, er kam jetzt sogar noch etwas näher, atmete schwer ein und aus. Sein Atem stank nach kaltem Zigarettenrauch. Die Situation wurde immer unerträglicher. Ich fühlte mich wie ein erlegtes Wild, unfähig, mich zu bewegen. Warum kommt mir niemand zur Hilfe und ruft diesen Verrückten zurück? Wo war Aya?
Schließlich fragte der Mann mich in gebrochenem Englisch: "Me King, you marry me?" Kapitel 35. My husband home. Ich zeigte auf das schlichte, silberne Schmuckstück, das ich zufällig an meinem Ringfinger trug und hoffte, dass das für ihn als Beweis für einen Bund der Ehe ausreichen würde. Home, sagte ich nochmals energisch. Dabei setzte ich mich schwungvoll auf und zwang den Mann zum Zurückweichen. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Kraft sich in meinem Körper bereits angesammelt hatte. Doch der König blickte mich daraufhin nur verständnislos an. Schnell zeigte ich erneut auf den Ringfinger und hielt ihn mahnend nach oben. I have husband, husband, he home. Mein billiger Silberring wurde zu meinem Schutzschild in der Fremde. Tatsächlich war der König einen Moment lang irritiert, bevor sie seine Augen wieder in die einer Raubkatze verwandelten. Obwohl es mir kalt den Rücken herunterlief, versuchte ich mir nichts anmerken zu lassen und hielt seinen Blick stand. Der Mann sprach jetzt lauter, mit unverblümter Aggression in der Stimme. Er brüllte nun fast. Ich hieb mir die Ohren zu, meine Lippen begannen zu zittern, mein Blut gefror und mein Mut schwand in Sekunden. Kapitel 36. Doch auf einmal herrschte Stille im Raum. Ich löste leicht meine Hände von meinem Kopf. Die Menschen vor der Hütte bewegten sich offenbar. Ihre Schritte waren lautlos. Ich vernahm nur das Rascheln ihrer Kleidung. Schließlich ließ ich meine angezogenen Schultern locker. Ich öffnete meine Augen vorsichtig und spähte in Richtung der Tür. Dort stand nun eine dürre, ältere Frau im Wickelrock, der mit den bunten Mustern der Ayahuasca-Vision bestickt war. Sie wirkte kaum halb so groß wie der König. In klarem Ton und mit wenigen Worten gab sie dem Mann vor mir Anweisungen, der daraufhin kommentarlos und ohne seine Miene auch nur ein wenig zu verziehen von mir abließ und aus dem Raum schritt. Mit ihm gingen auch alle Zuschauer. Die Schamanin, die Frau musste die Schamanin sein, wies mich an, mich wieder hinzulegen. Dann zog sie mir das Laken über die Schultern und legte mir ihre warme, weiche Hand über die Augen. Was fühlte sich das gut an? Mein Atem beruhigte sich. Mit ihm meine Gedanken. Die alte Frau murmelte etwas und wechselte kurz darauf in einen Gesang, der mich augenblicklich in den Schlaf fallen ließ. Kapitel 37. Geschäftiges Treiben aus der Ferne weckte mich das nächste Mal. Ich fühlte mich frisch und energetisch. Als ich aufstand, zitterte ich jedoch noch, aber ich ließ nicht locker, schaffte es schließlich, ohne Stützen zum Stehen zu kommen. Mit jedem Schritt kämpfte ich mich mehr aus der Hilflosigkeit und der reinen Überlebensphase zurück in die Selbstständigkeit. Schritt für Schritt mit einem eisernen Willen. Ich spürte Erleichterung, als ich die Hüttentür endlich erreichte. Dazu mischte sich auch ein wenig Erstaunen, es seit dem Spinnenbiss überhaupt derart weit geschafft und dem Leben nicht gut beigesagt zu haben. Ein neues Selbstbewusstsein in mir wuchs. Jetzt wusste ich, alles wird gut. Mit diesen Gedanken und Gefühlen schob ich die Hüttentür auf und trat der Welt gestärkt wie nie zuvor entgegen. Kapitel 38. Die Kinder unterbrachen ihr Spiel und beobachteten mich als Erste. Anhand meines geschwächten Schritts war für alle leicht erkennbar, dass ich noch nicht komplett gesund war. Ältere Menschen weilten in Ruhe im Schatten oder befreiten Früchte aus ihren Schalen. Kommentarlos begannen auch sie mich anzustarren. Mütter stillten ihre Babys oder bereiteten Essen über offenen Feuerstellen zu. Andere packten für den Verkauf in dem Städtchen verschiedene Dinge in Säcke ein oder fertigten in aufwendiger Strickarbeit traditionelle Kleidung an. Jeder Bewohner war somit auf die ein oder andere Art und Weise mit dem Alltag des Dorfes beschäftigt, emsig, aber anders als zu Hause, ohne jedes Anzeichen von Hektik. Als ein rotes Papageienpaar schließlich kreischend von einem Baumwipfel zum anderen über mich hinwegflog, wurde ich mir der Besonderheit dieses Ortes bewusst. Hier störten weder lärmende Autos noch schrill dekorierte Schaufenster oder aufgeregte Anzugträger die friedliche und natürliche Geräuschkulisse. Es war keine absolute Stille, doch das Zwitschern und holzige Knacken fügten sich genauso wie das stets gleiche Plätschern des nahen Amazonasflusses und das sanfte Rauschen des Windes in die Umgebung ein. Eigentlich genau die Art von Ruheinsel, für die viele Menschen in meinem Land bereit sind, eine Menge Geld auszugeben. Wäre in dem Moment, in dem ich durch das Dorf lief, in meiner mittlerweile verdreckten Kleidung, den Schuhen mit der dicken Sohle und dem Hut, ein Foto von mir gemacht worden, hätte ich wahrscheinlich mit verblüfftem Erstaunen reagiert. Die Figur aus meinen Jugendzeichnungen schien endlich zum Leben erweckt worden zu sein.
Kapitel 39. Mama habe den Biss einer Giftspinne überlebt. Jetzt erst verstanden, warum ihr damals gegen meine Abenteuerlust gewesen seid. Freue mich sehr auf euch. Küsse, Paula. Als ich mich langsam durch das Dorf bewegte, schickte ich diese Gedanken im Geiste an meine Mutter, überzeugt, dass sie bei ihr ankommen würden. Kapitel 40. Es ist sehr wahrscheinlich, dass meine Eltern in jeder Sekunde versuchten, mir das ihnen in dem jeweiligen Moment Beste zu geben. Sie liebten mich und wollten mich beschützen. Meine Abenteuerpläne spiegelten ihnen lediglich ihre eigene Angst vor dem Fremden wider. Dem wollten sie nicht begegnen, weder in Form einer Urlaubsreise an exotische Orte und erst recht nicht in Erscheinung eines nicht konventionellen Lebens. Die Ausrichtung des Lebens an einem Standard, so wie sie ihn definieren, gab ihnen Sicherheit und einen wohlwollenden Widerhall ihres Umfelds. Gleiches wollten sie für mich. Mit der maximal größten geografischen Distanz zu meinen Eltern spürte ich zum ersten Mal ein Gefühl von Versöhnung. In diesem Augenblick wurde mir auch klar, dass ich mich von Oskar trennen würde. Ich konnte nicht genau sagen, woher diese Erkenntnis kam oder warum sie gerade jetzt in mir aufstieg. Selbst heute beim Schreiben dieser Zeilen kann ich es nicht genau erklären. Was ich jedoch begriff, war, dass man die kostbaren Momente der Klarheit, die einem das Leben nur gelegentlich schenkt, vollends ausleben darf, ohne nach den Gründen der Logik suchen zu müssen. Kapitel 41. Erschöpft lehnte ich mich gegen eine der Dorfhütten. Von hier aus konnte ich beobachten, wie einige Frauen ihre Kinder um den Rücken gebunden hatten, die, wenn sie nicht schliefen, neugierig beobachteten, was ihre Geschwister taten. Die älteren Kinder, die bereits laufen konnten, saßen ein paar Meter entfernt und spielten. Sie spielten mit den Dingen, die sie um sich herum finden konnten, nahmen Stöcke und Steine genau in Augenschein. Spielsachen wie bei mir zu Hause schienen ihnen nicht zu fehlen. Schließlich fiel mein Blick auf eine Frau im Schatten. Sie hielt eines der Kinder, das zuvor noch mit den anderen Stöcke und Steine im Sand angeordnet hatte, nun an ihre Brust. Ein sehr ungewohnter Anblick für mich. Das Geschehen bewegte mich tief. Das Leben in diesem Dorf schien einfach und doch erfüllend. Der Besitz von materiellen Dingen oder das Streben nach Reichtum hatte wenig Relevanz. So dachte ich in diesem Moment jedenfalls. Kapitel 42. Doch als ich kurz darauf den Dorfplatz erreichte, bot sich mir ein anderes Bild. Ich traf auf eine Gruppe Männer, die aus dem Städtchen zurückgekehrt waren. Bei den meisten hingen Zigarren im Mundwinkel. Der Duft des fruchtig-süßen Tabaks aus dem Amazonasbecken, der als dicke, von Hand gerollte Zigarre geraucht wird, wehte jetzt bis zu mir hinüber. Auch mir als Frau wurden die übergroßen Zigarren im Städtchen ständig zum Kauf angeboten, dicht übereinander gestapelt. Ein unvergessliches Bild bis heute. Ein großes Tuch lag ausgebreitet vor ihnen und bot eine bunte Mischung an wild zusammengewürfelten Produkten. Feuerzeuge, Einwegbesteck, Gummireifen, Plastikrucksäcke und sogar rote, hässliche Plüschbären. Wie skurril! Dabei gab es in dem Dorf doch bereits alles, was für ein glückliches Leben notwendig war. Ein autarkes Leben ohne Schnellimbisse, Supermärkte und global agierende Konzerne, dafür gesegnet mit der Naturmedizin des Amazonas, der engen Verbindung zu Flora und Fauna, keine Betonbauten, keine Asphaltstraßen, keine Büros oder Unternehmensberatungen mit komplexen Tätigkeitsfeldern. Das Dorf war wie eine Insel. Schon in dem Städtchen, in das ich mit der Propellermaschine angereist war, herrschte eine andere Dynamik. Der Kommerz war an einigen Stellen klar zu sehen. Da ging es dann nicht mehr nur um Feuerzeuge, Einwegbesteck und Plüschbären. Die Macht des Geldes breitete sich rasch wie ein ansteckendes Virus aus. Kapitel 43. Der Dorfplatz füllte sich jetzt schnell mit Menschen, die sich auf den nackten Erdboden setzten. Ich tat es ihnen gleich, wollte nicht weiter auffallen, machte mich klein. Trommler mit lang schwingenden, farbenfrohen Federn im Haar kamen tanzend auf den Platz, die Gesichter mit roten Mustern und Symbolen bemalt, ihre Bewegungen tranceartig. Ihr Gesang klang wie die Musik der Natur, des Himmels und des Waldes, des Feuers und des Wassers, der sich mit dem Klang des angrenzenden Dschungels zu einer wahren Wildnisoper vermischte. Erneut war es ohrenbetäubend. Ich war durchlässig wie nie zuvor und fühlte, wie die Energie des Ortes auf mich überging und meinen Körper durchflutete. Für einen kurzen Augenblick war es, als würde ich Teil eines größeren Ganzen, als sei ich endlich angekommen.
Hier brauchte niemand aufgesetzte spirituelle Übungen wie das Umarmen von Bäumen oder barfuß mit einer Tasse heißen Kakaos im Sand zu stehen, um sich wieder zu fühlen. Und auch sonst keine Workshops, Seminare, Retreats und Coaching-Angebote. In dieser Gemeinschaft, weit weg von meinem Zuhause, gab es etwas, das in der modernen Welt in Gefahr war. Es war die tief verwurzelte Verbundenheit mit der Natur und die Wertschätzung für die Gaben und Geschenke, die sie uns täglich bietet. Während ich auf dem Sandboden saß und den Tänzen und Gesängen lauschte, fühlte ich mich gleichzeitig klein und groß, glücklich und traurig, zugleich verloren und gefunden. Auch das konnte ich annehmen. Kapitel 44. Erst jetzt bemerkte ich den kleinen Altar mit aufwendigen Holzschnitzereien in der Mitte des Dorfplatzes. Er war üppig mit Blumen geschmückt. Einige Blätter hatten ovale Formen und eine karierte Musterung, andere waren gezackt und stachelig. Einer der schönsten Blüten zeigte sich in Violett mit pinken Punkten, eingerahmt von einem strahlend himmelblauen Blumenstempel. Die Schamanin tauchte auf und zog unmittelbar die Aufmerksamkeit aller auf sich. Auch jetzt trug sie wieder das Tuch mit den Ayahuasca-Visionen um ihre Hüften gewickelt. In gleichbleibendem Tempo und wiegenden Schrittes näherte sie sich der Opferstätte. Dabei bewegte sich die Frau, als würde sie im Einklang mit dem Rhythmus des Universums stehen. Jede ihrer Bewegungen war jetzt geschmeidig, fließend und anmutig. Ihre Hände klopften im Takt, während sie jeden einzelnen ihrer Finger gleichzeitig filigrane Muster tanzen ließ. Dabei schloss die Schamanin immer wieder die Augen, und es hätte mich nicht weiter erstaunt, wäre sie dabei in eine Welt bestehend aus Nymphen, Zauberern und Geistern eingetaucht. Doch dann öffnete sie sich wieder und ließ ihren wachen Blick aufmerksam über uns hinweggleiten. Sie schien mit der Energie aller Anwesenden zu verschmelzen. Ihre Gestik wurde noch intensiver, wilder, und für einen Moment war ich mir wieder sicher, dass sie in Kontakt mit der Unterwelt stand. Als die Musik sich änderte, passte sich die Schamanin nahtlos in den neuen Takt an. Ihr Körper begann heftig zu pulsieren, zu vibrieren. Mit ihren Händen formte sie für mich unverständliche Zeichen. Die ersten Anwesenden standen nun auf, begannen wie in Trance mitzutanzen. Andere blieben ehrfürchtig sitzen. Die Grenzen zwischen den tanzenden Körpern verschwammen komplett. Als die Musik schließlich ihr Ende fand, setzten sich die Tänzer erneut auf den Boden, während die Schamanin in ihrer letzten Position verharrte. Dabei paffte sie kontinuierlich und in großen Rauchwolken an ihrer Zigarre. Sie atmete dabei mehr aus, als sie inhalierte, und blies den Rauch bewusst zu uns, bis der König an ihre Seite trat. Verächtlich zog ich meine Nase nach oben. Der Mann war mir nach wie vor nicht geheuer. Als hätte er meine Gedanken hören können, blickte er sich plötzlich kurz in meine Richtung um. Dann senkte er jedoch andächtig seinen Kopf, kniete vor dem Altar nieder und verbeugte sich demütig. Leise raunte er etwas in seine Handflächen, die er sich vor sein Gesicht hielt. Er musste sich mit beiden Händen auf den Boden abstützen, um sich wieder aufzurichten. Als er dabei dennoch ins Straucheln kam, wurde er von jemandem aus der ersten Zuschauerreihe gestützt. Er wirkte auf einmal verletzlich, trotz seines mächtigen Körpers und seiner besonderen Position in der Gemeinschaft. Ich wollte keine einzige Sekunde dieses Spektakels verpassen und zog gespannt meine Knie dicht an mich heran. Dabei vergaß ich sowohl die brennende Hitze der Sonne als auch die Frage, wie es für mich weitergehen würde. Kapitel 45. Als ich noch einmal zum Altar blickte, entdeckte ich einen Hahn. Vergeblich streckte er sich in die Höhe, um sich zu befreien und zu flattern. Seine Füße und Flügel waren fest zusammengebunden. Er war der sengenden Sonne ausgesetzt. Immer wieder landete sein Kopf zuckend auf dem staubigen, heißen Boden. Da schritt die Schamanin zu dem Tier und packte ihn am Schopf. Mit Schwung ließ sie ihn in großem Bogen über den Altar kreisen, umgriff ihn am Hals, hielt ihn der Menge entgegen. Ich konnte die Todesangst in seinen weit aufgerissenen Augen ablesen. Die Frau murmelte Worte, die immer lauter und lauter wurden, bis sie schließlich den Hahn in Richtung Himmel ausrichtete. Dann verstummte sie und klemmte seinen Körper unter einen ihrer Arme, während sie mit der anderen Hand seinen Kopf festhielt und zum Altar zurückschritt, von wo aus sie finster und eindringlich von einem Zuschauer zum anderen schaute. Dann drehte sie dem Hahn plötzlich mit einem geübten Griff den Hals um. Sofort sackte er leblos in sich zusammen. Kapitel 46. Die Schamanin legte das tote Tier sanft auf dem Altar ab, ließ sich Zeit damit. Geradezu liebevoll fuhr sie noch ein paar Mal über seinen Kopf,
Es zollte sie ihm Respekt und wollte ihm auf diese Art Energie für seine letzte Reise geben. Dabei senkten alle Anwesenden ihre Köpfe zum Boden. Selbst der König kam der Geste nach. Kein Windhauch störte, kein Insekt flog und weder das Zirpen eines Insekts noch das Kreischen eines Affen war jetzt zu vernehmen. In dem Moment beneidete ich den König und sein Volk ein wenig um ihren Glauben an etwas Übersinnliches. Ich selbst hatte richtig Zugang zum Glauben nie gefunden, weder mit der Vorstellung von Göttern, der großen Religionen, noch an den Ritualen der Naturvölker. Trotz meines wissenschaftlich geprägten Denkens konnte ich aber nicht leugnen, dass das, was ich hier erlebte, eine mächtige Kraft darstellte, die mich mitnahm und berührte. Zum allerersten Mal fragte ich mich, ob mein Leben einfacher wäre, wenn ich religiös wäre. Kapitel 47. Während ich gedankenverloren auf dem Dorfplatz saß, klopfte mir plötzlich jemand auf meine linke Schulter. Es war keine wohlwollende Berührung, sie war harsch und Aufmerksamkeit einfordernd. Erschrocken zuckte ich zusammen, sah auf und blickte in die dunklen Augen der Schamanin. Diese waren derart schwarz, dass sich nicht einmal die Sonne in ihnen spiegelte. Ihr ungezähmter Haarschopf stand ihr wie ein Heiligenschein vom Kopf und sie strahlte wieder diese Autorität aus, die keinen Widerspruch zu akzeptieren schien. »You leave«, flüsterte sie. Es schien ihr wichtig, dass nur ich sie hören konnte. »You go«, sagte sie erneut und blickte mich auffordernd an. »Now«. Als ich die Ernsthaftigkeit in ihrer Stimme wahrnahm, spürte ich, dass es besser war, nicht zu fragen, wie ich das denn machen sollte, ohne Handy und Internet, ohne Telefonzelle. Stattdessen erhob ich mich rasch, wenn auch umständlich. Kapitel 48. Bevor ich schließlich den kleinen Weg zum Fluss, den einzigen, den ich auf die Schnelle ausmachen konnte, einschlug, drehte ich mich noch einmal um. Ich wollte von dem Ort Abschied nehmen, in dem ich die letzten Tage gepflegt und geheilt wurde und der aufgrund der Begegnung mit Aya innerhalb von kürzester Zeit zu einem Stückchen Heimat für mich geworden war. Obwohl ich nur wenige Tage hier weilte, fühlte ich mich, als würde ich etwas Wichtiges zurücklassen. Doch der Blick der Schamanin war eindeutig. Sie starrte mich von der Ferne aus mit ihrem dunklen Ausdruck weiter an. Meine Augen wanderten zum Altar, dem Schmuck, den Trommeln und all den Menschen, die immer noch andächtig niederknieten und jetzt leise etwas vor sich hermurmelten. Dort auch der König in der Mitte der ersten Reihe. Dann kam mein Blick abrupt zur Ruhe. Ich blinzelte, fokussierte nochmals. Ja, ich sah richtig. An der Seite des Königs saß Aya. Sie hob nun leicht ihren Kopf, schaute mich an und lächelte sanft. Ich wurde erneut geschubst. Die Schamanin war plötzlich wieder an meiner Seite. »Go, go«, raunte sie mir zu. Kapitel 49. Um das Flussufer zu erreichen, musste ich mich zum Verschnaufen mehrmals auf meine Knie abstützen. Meine Kleidung klebte von Schweiß gedrängt schwer an mir, roch unangenehm. Die Widrigkeiten der letzten Tage steckten mir in den Knochen. Die Schmerzen, der Fieber waren meine Todesangst. Es war mir schleierhaft, wie ich es schaffen sollte, diesen abgelegenen Ort in meinem Zustand zu verlassen. Aber je länger ich auf dem Trampelpfad unterwegs war, desto mehr wurde ich mir meines Glücks bewusst. Glücklich, ja. Trotz aller Herausforderungen war ich glücklich, tatsächlich glücklich. Wie konnte das sein? Sicher, einen großen Anteil daran hatte die Bekanntschaft mit Aya. Wie gerne hätte ich länger Zeit mit ihr verbracht, noch so viel mehr von ihr erfahren. Gleichzeitig war mir klar, dass weder das Dorf, noch der Dschungel oder gar das Städtchen mein Leben waren. Ich gehörte nicht hierher. Wo mein höchstpersönlicher Platz auf der Erde war, wusste ich in diesem Moment nicht mehr. Aber hatte ich es überhaupt schon jemals wirklich gewusst? Ich bezweifelte es. Wer genau war ich? Was machte mich aus? War ich tatsächlich die Abenteuerin meiner Jugendzeichnungen gemacht für ein unabhängiges, wildes Leben? Ich hatte keine Ahnung mehr. Allerdings hatte etwas in mir angefangen zu wachsen. Mir war, als setzten sich die Erlebnisse der vergangenen Tage und Wochen zu einer Art innerem Kompass zusammen. Und seine Nadel zeigte zu meinem wahren Ich. Ich sah keine detaillierte Landkarte, eher einen Wegweiser für alles, was eines Tages meine innere, nachhaltige Kraft, Stärke und Stabilität sein könnte, um nicht von dem Leben davongeweht und von meinem eigenen Weg abgebracht zu werden. Was mich erwartete, wenn ich mich von der Kompassnadel führen ließ, wusste ich noch nicht genau, aber ich hatte vollstes Vertrauen, dass sie nun in die richtige Richtung zeigte und dieses Vertrauen erfüllte mein Herz mit Zuversicht und eben Glück. Es würde eine weitere Reise brauchen. Dieses Mal aber keine mit Reiserucksack, Bahn oder Flugzeug. Nicht einmal ein Aufenthalt im Ausland war dafür nötig, denn diese Reise würde nach innen führen.
Die einschneidenden Erfahrungen hatten einen Prozess in Gang gesetzt und als nächstes wollte ich meine Landschaft im Inneren erkunden, als dem vielleicht wichtigsten Aufbruch im Leben überhaupt. Ich war nicht naiv. Mir war klar, dass die Umsetzung dieser Idee keine einfache sein würde. Mit der Aufarbeitung der Beziehung zu meinen Eltern etwa hatte ich gerade erst begonnen. Nein, diese Unternehmung würde eine Auseinandersetzung mit all meinen anderen, eigenen Dämonen einfordern, mit meinen inneren Tälern, meinem Kummer und meinen Ängsten. Dabei musste ich unwillkürlich an die Phönixe denken. Diese hatten sich schließlich aus der Asche und nicht aus einem Haufen voller Kompromisse oder Halbwahrheiten erhoben. Der Phönix wurde in diesem Moment zu meinem neuen Vorbild und ist es bis heute geblieben. Er löste damit den Abenteurer aus dem alten Buch mit den Eselsohren ab, das ich einst in der Bibliothek meiner Mutter gefunden hatte. Kapitel 50. Endlich erreichte ich das Ufer des Amazonas. Aus der Ferne hörte ich das tuckernde Geräusch eines Bootsmotors. Wie konnte das sein? Welche Fügung des Schicksals? Oder hatte die Schamanin davon etwas geahnt? Mein Herz hüpfte, schlug schneller. Hoffnung, die aufkeimte. Rettung, das musste die Rettung sein. Kurz darauf konnte ich ein Motorboot erkennen. Ich winkte und brüllte aus Leibeskräften: Here, here, come here! Dabei fuchtelte ich wild mit meinen Armen wie in einem Film. Kurz darauf legten zwei Männer am Ufer an. Einer rief meinen Namen, ich nickte unentwegt. Wie sich herausstellte, waren sie vom Forschungsinstitut geschickt worden, nachdem mein Verschwinden dort aufgefallen war. Und auch im Quintrin niemand gewusst hatte, wo ich mich befand. Während ich dachte, mehrere Tage im Dorf verbracht zu haben, klärten meine Retter mich auf. Es waren weniger als 24 Stunden gewesen. Wie relativ Zeitempfinden doch ist, ich schüttelte fassungslos meinen Kopf. Nunmehr in Sicherheit entwich meinem Körper jede Energie. Ich hatte kaum mehr Kraft zum Stehen und ließ mich von den Männern wie einen schweren Kartoffelsack in ihr Boot hieven. Glückstränen lösten sich, liefen mir über mein Gesicht und ich bebte, währenddessen ich immer wieder sagte: Thank you, thank you. Nicht weit entfernt sah ich mein kleines Motorboot, mit dem ich aus dem Städtchen aufgebrochen war. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Einer der Männer machte sich daran, es zu holen, bis er innehielt und den Finger hob. Still zeigte er auf eine Stelle im Amazonas. Kapitel 51. Konzentriert folgte mein Blick seinem ausgestreckten Arm. Vor mir gab es ungewöhnliche Bewegungen im braunen Flussgewässer, die unmöglich von der üblichen Strömung verursacht sein konnte. An mehreren Stellen erhob sich im Wasser flink etwas, während es an anderen wieder verschwand. Die Aktivitäten erfolgten rhythmisch und koordiniert. Delfine! Erst war nur ein Tierrücken zu sehen, dann noch einer, aber nachdem auch dieser wieder untertauchte, wurde es ruhig. Das Wasser kletterte sich. Es vergingen ein paar Sekunden, in denen ich gebannt auf den Fluss schaute und inbrünstig hoffte, die Tiere würden sich erneut zeigen. Ich wollte sie unbedingt länger beobachten. Gerade als ich sicher war, sie hätten sich endgültig verabschiedet, sprang jedoch einer der Delfine aus dem Wasser. Die Sonne strahlte seinen nassen, glatten Körper an und ließ die pinke Farbe des Tieres geradezu leuchten. Was für ein Anblick! Während meiner Reisevorbereitungen hatte ich gelesen, dass tatsächlich pinke Delfine im Süßwasser des Amazonas existierten, aber nur selten erspäht wurden. Ich hätte nie damit gerechnet, dieser wunderschönen Anomalie des Tierreichs eines Tages tatsächlich zu begegnen. Ich hatte an diese Möglichkeit nicht einmal gedacht. Nun aber wurde das nicht vorstellbare Realität. Meine Augen hatten ihr kindliches Leuchten wiedergefunden.